Sammer. Matthias Sammer. Was macht der eigentlich? Ist er noch im Fußball tätig? Ich glaube ja. Bin jetzt nicht so der Fußballfanatiker, aber schon mal gehört, diesen Namen. Was ist das hier? Das ist ein Kreaturenei. Nehmen wir mal mit. Können wir einlagern. Hier ist nochmal ein Bumerang. Den Bumerang schmeißen wir unserem Grill. Ah ja, wir wollten ja noch zum Dings, zum Schiff nochmal, ne? Das war ja mega interessant da. Das können wir nochmal machen. Aber erstmal... Welcome aboard, Captain. Erstmal Nahrung. Essen und trinken. Na, oh, schwupps. Erstmal Wasser. Denn Wasser ist für alle da. Aber ich finde es gut, dass wir genug jetzt Energie haben. Wir kriegen jetzt gar keine Probleme mehr mit Energie. Erstmal, vorerst, wohlgemerkt. Wasserflaschen kann man nie genug haben. Eigentlich Wasserflaschen, Wasser wird ja nicht schlecht, ne? Wasser können wir ja in Massen produzieren. Das müsste man irgendwie noch automatisiert kriegen. Das wäre geil, wo du einfach die Fische so reinschmeißt. Und dann so, weißt du, so Attacke. Und dann macht das Ding alles von selbst. So, guck mal, immer noch 170 an Strom oder Energie. Ja, guck mal an. Und jetzt füllt sich das wieder auf, ne? Gut, jetzt wird's gerade dunkel, ne? So, erstmal trinken. Gluck, gluck, essen. Egal, ich habe mich jetzt überfressen. Ist mir egal. So, trinken kann ich hier bei Essen reinpacken. Bei Trinken nehme ich eine mit. Das Kreaturenei packe ich bei Organisch hin. Organisch. Und hier war gar nichts drin. Wir haben sogar noch einen Spinn, wo nichts drin ist. So, dann würde ich sagen, düsen wir mal los. Und, zum Schiffchen, ne? Oh, das Schiff ist am Qualm. Warte mal. Lass uns das mal eben schnell reparieren, bevor wir jetzt losfahren. So. Bei Technik. Denn Technik hat Technik. Laserschneider, Reparaturwerkzeug. Da ist es. So. Das haben wir. Na, da. So, reparieren mit welcher Erweiterungsmodule? Okay, hier können wir also die Erweiterungsmodule reinpacken. Wenn wir welche hätten. Kommen die nicht mit, ist jetzt egal. Falls wir unterwegs mal doch reparieren sollten oder müssen. Ukranau, ist das Schiffchen da? Wir sind quasi hier so lang gedüst und dann dahinter. Und dahinter war eine kleine Insel. Vielleicht sollten wir uns das nochmal genauer angucken, was da alles noch da drauf ist. Eine Insel mit zwei Bergen. Wir kamen ja eigentlich auch nicht aufs Schiff, weil wir ja noch keinen Strahlenanzug haben. Den wir aber jetzt haben. Denn vielleicht ist es ja jetzt möglich, vielleicht dieses Schiff zu besuchen. Wer weiß, was wir da finden. Vielleicht noch wichtige Ressourcen. Weil das ist ja nicht gerade klein, ne? Wenn man das mal guckt so. Schauen wir mal. Es wird schon wieder dunkel hier in der Gegend. Ich bleibe mal oberhalb so ein bisschen der Fläche. Alter, ich sehe halt einfach nichts, ne? Ich habe Scheinwerfer an, glaube ich, oder? Habe ich Scheinwerfer an? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ja. Vor allem, dass das Schiff einfach hier so... Gut, das liegt wahrscheinlich auf Land, ne? Es ist nicht, deswegen geht es auch nicht unter. Aber kommt man da drauf? Also kommt man da rein? So, hier müsste gleich irgendwo die Insel auftauchen. Ja, so ist Licht an.
unter dem Meer. Ariel hat es schwer, denn sie kennt einen Bär. Den gibt es heute nicht mehr, denn unter dem Meer hat es Ariel sehr schwer. Denn Ariel, die Meerjungfrau. So, da ist die Insel. Eine Insel mit zwei Bergen. So, hier kann ich mal eben kurz anhalten. So. Und dann sammle ich erstmal ein bisschen was. Ich weiß nicht, was hier vibriert. Da geht das Schiff unter. Fum, 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 fum. Alter, der poltert, als ob der hier alleine wäre. Metallschrott, nee, möchte ich nicht. Kupfererz nehme ich mit. Ich rüste mal vorsichtshalber das Messer aus. Was ist das denn? Spezialausrüstung? Jo. Jo. Da kommen wir wahrscheinlich nicht hoch, ne? Nee. Uah. Also ich glaube, aufs Schiff kommen wir, glaube ich, nicht. Mach mal die zwei. Sehen wir auch ein bisschen was ich hier treibe. Und was man hier auch so entdecken kann. Kann er sich nicht so ein... Wir haben doch so einen Laserschneider. Können wir nicht da einfach eben rum was reinschneiden? Und dann sind wir wieder auf dem Schiff drauf. Du, 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 du. Aber ich glaube... Ich glaube, das wird nichts. Hier ist, glaube ich, nichts zu finden. Nichts Großartiges und nichts Weltbewegendes. Was ist das hier? Titan, natürlich. Das ist das, was ich, glaube ich, von mir geschmissen habe. Jetzt nehme ich es wieder mit. Weil wir jetzt auch wieder was verbraucht haben. Hallo, Seemütchen. So, lass mal gucken. Vielleicht werden wir ja hier fündig und finden hier noch ein paar andere Sachen. Andere schöne Dinge. Alter, mach doch noch lauter! Alter! Willst du mich verarschen? Da mach doch nicht sowas mit mir. Bin völlig fertig jetzt mit der Welt. Das war mal nicht schön. Das war gar nicht schön. Ich habe mich jetzt völlig verjagt. Was ist er denn für einer? Unglaublich. Aber das ist doch nicht der, der hier so einen Krach macht, oder? Alter, war der laut. Der hat doch wohl gelitten. Also, nee, nee, nee. Okay. Einer der ersten Kreaturen, die mir echt Angst macht. Was ist da unten alles noch? Aber wenn man schon so ein Teil bekommt oder Teil bauen kann, wo man sich in Höhlen den Weg markieren kann, dann wird es auch definitiv größere Höhlen geben. So viel steht schon mal fest. Warning. Maximum depth reached. Hull ja, ja, ja. Damage imminent. Ja, ja. Das haben wir mir schon gedacht. Er ist wieder da, Inspektor Gadget. Er hat eine heiße Spur. Hoho. Was ist das denn hier? Wo bin ich denn hier? Hallo? Ich habe auch keinen Plan, wo wir hier sind. Sind wir jetzt im Schiff? Ist das Schiff von innen? Das sieht so förmlich danach aus, oder? Yo. Ich werd bekloppt.
Okay. Aber weiter rein geht's nicht, ne? Okay. Das ist hier abgefahren. Ich weiß doch gar nicht, ob wir damals schon mal hier waren. Für mich total neu. Aber Alter, wie riesig das einfach ist. Ich bin gerade total fasziniert. Weiß gar nicht, was ich sagen soll. Gibt's denn hier Stuff? Irgendwas? Kann ich hier scannen oder sonst irgendwas? Oder... Anscheinend ja nicht. Ich habe so ein bisschen Angst, dass das Ding hier auseinanderfliegt. Was ist denn da? Wo kommen wir denn da hin? Aua, Alter, uah. Entschuldigung. Nein. Ach, da kann ich gar nicht hinschwimmen. Ich dachte, man kann da hoch. Hier ist eine unsichtbare Wand. Wie ärgerlich. Ich dachte, man kann da irgendwie nach oben. Also kann man anscheinend nicht ins Schiff, da ist eine unsichtbare Wand gewesen. Schade. Das ist natürlich blöd. Gut, dann, ja. Düsen wir mal woanders hin. So. Oh, was ist das denn da unten? Oh, die sind ja niedlich. Aber wahrscheinlich sehr gefährlich. Wir erkunden jetzt einfach mal. Vielleicht finden wir ja irgendwas, was wir mal scannen können oder so. Au, au. Nee, nee. Dass sie nicht auf der Scheibe bleiben. Huch. Na, wie schön. Diese Geräusche. Ich steiche mal aus. Passing 100 meters. Ja, ja. Oxygen efficiency decreased. Ja. Gucken, ob hier was sammeln gibt. Oder gibt. Was sind das? Sind das Augen? Was? Baumigel? Oh, scannen. Warte mal. Ich scanne das mal. Jetzt zeige ich mir das an. Ja, Selbstscan brauche ich ja nicht unbedingt. Habe ich Diamant gefunden? Das wäre ein Träumchen. Ja, Diamanten. Nice. Diamonds are forever. Und Lithium. Das brauchen wir ja auch ein bisschen. Boah, wie cool das da noch alles ist. Ich würde sagen, ich tank noch mal ein bisschen Sauerstoff. Und dann gucken wir noch mal ein bisschen hier in dieser Höhle. Da finden wir ja noch ein bisschen mehr. Lithium oder so, da ist Salz. Salzablagerung. Nicht, dass ich hier irgendwas übersehe. Lieber mehr mitnehmen. Oh, hier. Hab's doch gewusst. Oh Gott. Ich bin sehr mutig, dass ich in so eine Höhle einfach reinschwimme. Da ich überhaupt gar keine Ahnung habe, wo es dann hier irgendwann wieder rausgeht, wahrscheinlich. Moin, ich will dich nicht stören beim Rumfliegen. Fass mich nicht an.
Ich scanne dich nur mal eben, wenn das okay ist. Wenn das in Ordnung ist für dich. You are currently inside a long calcified root system. Wurzelsystem. Krass. Ja. Sagtest du bereits? Ich muss nur gucken, wo der Ausgang ist. Oh nein, das ist nicht gut. Oha, das ist nicht gut. Oh fuck, jetzt geht's schon los. Da ist der Ausgang, glaube ich. Oha. Alter. Das, ja, bin schon da. Oh, das ist aber schon ein intensives Höhlensystem dort. Wenn ich das so sagen darf, da kann man sich aber ganz schön schnell verschwimmen. Vor allem ist es ja auch noch tiefer, ne? Als wie 100 Meter nur oder so. Orientierung wie eine Blutwurst. Oder wie so eine Bratwurst. So, warte mal, hier müssen wir raus, okay. Versuche nochmal zu gucken, ob ich nochmal irgendwas finde hier. Oh, Alter, was zur Hölle? Uff, also wenn ich jetzt hier schwimme, bin ich verloren, sag ich euch jetzt schon. Da die Mitte muss ich. Bleib mal eben kurz hier in der Nähe. Nur in der Nähe, ein bisschen abgrasen. Kein Gestein mehr hier. Wir müssen ja auch den Rückweg noch berechnen, ne? Ja. Wo war der Ausgang? Oh, hier. Diesmal schaffen wir es nicht. Weiß ich jetzt schon. Das wird diesmal knapp. Ja. Boah. Okay. Das... Alter, wir haben aber auf jeden Fall ordentlich was mitgenommen. Diamanten haben wir tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine sehr seltene Ressource. Aber wir können trotzdem nochmal weiter gucken ein bisschen hier. Wir können mal irgendwas trinken. Wir haben ja noch eine Wasserflasche. So. Weil hier scheint es ja doch Diamanten zu... Oh, ja. Okay, alles klar. Tiefer dürfen wir nicht. Mit der Seemotte zumindest. Aber da könnte auch noch eine Höhle sein. Was ist das denn Schönes? Wollen wir das mal scannen vielleicht? Da ist irgendwas Elektrisierendes. Lampenbusch. Okay. Ein Lampenbusch. Husch, 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 ab in den Lampenbusch. Ich sag's immer wieder zu mir, dass ich nicht aus dem fahrenden, auf der fahrenden Seemotte raus soll und trotzdem mach ich's immer noch. Inventar ist eh gleich voll. Ganz ehrlich, Titan. Gerade, ob ich noch eine Höhle sehe. Zumindest eine kleine oder so. Alter, die war schon riesig. Aber... Ja, ich weiß. Die habe ich schon gesehen, die elektronischen... was? Aua. Die habe ich schon gesehen, die elektronischen Dings. Dinger. Ich finde es mega interessant gerade hier. Oh, was ist das denn? Oh nein, da schwimmt da schon wieder dieses Riesendings. Das Riesenkackvieh da. Aber die Höhle, glaube ich, da kannst du echt nur rein. Huch, was? Habe ich einen Funkspruch? Aufzeichnung. Vulkanaktivität, mehrere ungewöhnliche elektromagnetische Signaturen.